Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite an alle von Haus zu Haus. Ich grüße Sie ganz herzlich und schön, dass Sie dabei sind, trotz des schönen Wetters. Danke für Ihre Einladung zum Bundesglaukomverband. Für mich ist es jetzt das dritte Mal, dass ich dabei sein darf als Referentin. Zweimal war vor Corona in Anwesenheit und heute das erste Mal dann über online hier. Ja, das Thema ist Augentropfen oder doch OP, wann, was? Ein wichtiges Thema, wozu ich gebeten wurde, was zu sagen. Augentropfen oder OP, das ist die Frage hier. Ich schaue mir jeden Patienten ganz genau an und dann mache ich mir einen Plan, was für wen individuell die beste Therapie ist. Sind es Augentropfen? Dann welche und wie viele verträgt der Patient? Und wenn eine OP erforderlich ist, dann ist die Frage festzulegen, wann ist sie erforderlich und wenn sie erforderlich ist, welche OP? Und da mache ich mir für jeden Patienten ganz individuell einen Plan. Jeden Patienten schaue ich mir also individuell an und es gibt praktisch vier Hauptsäulen, in der Glaukomtherapie, die entscheidend sind. Einmal ist es natürlich die Augeninnendrucksenkung als sehr wichtiges Konzept. Und da wollen wir ja zum Sehnervenschutz, müssen wir entscheiden, ob wir diesen Sehnervenschutz durch Augentropfen oder durch OPs erreichen können. Und dann gibt es noch drei andere wichtige Säulen, nämlich es gibt die Risikofaktoren bei der Durchblutung, die wir uns anschauen müssen. Das heißt, wir schauen, dass der Blutdruck gut eingestellt ist und dass wir Ultraschall der Halsschlagadern machen. Und wir schauen uns an, Sehnervenschützendes können wir additiv noch geben. Das ist dann unabhängig vom Augeninnendruck. Da komme ich vielleicht später noch dazu, wenn Zeit ist, was man da noch unabhängig machen kann zu Augentropfen und unabhängig von OPs. Und ich berate auch alle dann nochmal zum Lifestyle, was sie mit Bewegung, Sport und Entspannung auch noch sehr, sehr Gutes tun können. Da gibt es auch tatsächlich Studien zu, unabhängig vom Augeninnendruck. Aber im Zentrum des Glaukommanagements steht nun mal der Augeninnendruck, den wir senken wollen. Und das können wir tun als Augenärzte mit Hilfe von Augentropfen oder mit einer OP oder mit beidem. Und jetzt ist die Frage auch, was, wann? Und die Frage ist, warum müssen wir den Augendruck senken? Weil das halt eins der wichtigsten Risikofaktoren ist für eine Verschlechterung. Und hier können wir tatsächlich eingreifen oder hier können wir was tun. Und es gibt so einen wichtigen Satz, den finde ich schön, jede Verringerung um einen Punkt Augeninnendruck, also jede Verringerung des Augendrucks um einen Punkt, kann schon das Risiko in 5 Jahren um 10% senken. Also um die Sehnerven zu schützen, ist es wichtig, den Augeninnendruck zu senken. Und die Europäische Gesellschaft für Glaukom, die hat auch gesagt, es ist schön, wenn man für jeden Patienten individuell so eine Art einen Wunschdruck einstellt. Und das ist das Niveau, bei dem wir erwarten, dass dann keine weitere Glaukomschädigung entsteht oder die Verschlechterung auf ein Minimum reduziert werden kann. Um den individuellen Zieldruck festzulegen, das machen wir für jedes Auge einzeln, das ist auch nicht starr und das ist einfach nur grob, damit wir eine Richtschnur haben, nach der wir uns richten können. Und das ist natürlich abhängig von vielen Faktoren nach dem Lebensalter, ob Sie ein mildes Glaukom haben oder ein fortgeschrittenes Glaukom, ob es sich schnell verändert oder zum Glück nur langsam und von welchem Augeninnendruck wir kommen. Und dann können wir das festlegen. Da gibt es dann so eine grobe Richtschnur von der Europäischen Gesellschaft und auch von der amerikanischen, die dann sagen, bei milden Glaukomen wäre schön, wenn der Augendruck unter 21 oder am besten unter 18, bei mäßigen unter 18 oder sogar besser unter 16 mm Hg ist und bei fortgeschrittenem Krümmstar, dass man so als grobe Richtschnur gerne unter 14, unter 12 zum Beispiel hat. Aber das wird, wie gesagt, immer individuell festgelegt. Und natürlich müssen wir den Augeninnendruck dann überprüfen. Und da ist es so, Sie gehen ja dann immer zu Ihrem Augenarzt. Und schön ist es, wenn Sie zwischendurch auch mal ein Tagesdruckprofil machen, damit man auch den Augeninnendruck dann auch nachts überprüfen kann und mal im ganzen Tagesverlauf sehen kann, wie sehr er schwankt. Und es gibt ja immer, das ist jetzt ein ganz Sekundenausflug in die Zukunft. Es gibt ja Biofeedback immer über die Uhren, dass man gucken kann, wie viele Schritte man macht, wie der Puls ist. Und für die Zuckererkrankten, Diabetiker gibt es auch schon Sensoren. Und so gibt es auch
dann in Zukunft Mikrosensorchips, die den Augeninnendruck messen können. Und zwar werden die entweder bei Linsen-OPs können die eingesetzt werden oder nach Glaukom-OPs. Und damit gibt es dann auch ein Lesegerät, also ist was für die Zukunft. Und da wird der Augeninnendruck dann an den Augenarzt weitergegeben und der kann das dann kontrollieren und kann gucken, ob neue Augentropfen eingesetzt werden müssen und ob die dann auch gleich helfen. Und das Tolle daran ist, dass man halt jederzeit messen kann und ob man jetzt Sport macht oder draußen ist, und mit Schlafmasken kann man sogar nachts messen. Und in Corona-Zeiten war das bei den Patienten, die das über Studien schon hatten, eine gute Sache, um den Augendruck kontinuierlich zu kontrollieren. So, jetzt aber zu unserer Fragestellung. Wie lange Augentropfen und wann ist der Zeitpunkt gekommen für eine OP? Und das klassische Modell, das ist das erste, das ist das, was wir auch in Deutschland eigentlich ganz oft haben oder was bei vielen Patienten die klassische Therapierichtlinie ist. Der Patient nimmt sehr lange Augentropfen, erst ein Tropfen, dann vielleicht eine Kombination bis zu 4 Augentropfen. Und wenn die nicht mehr vertragen werden oder wenn bestimmte Ereignisse eintreten, dass es sich verschlechtert, dann kommt die OP. Und es gibt auch andere Modelle, so ein bisschen aus USA, die sagen, es ist gar nicht so schlecht, sich auch zu überlegen, ob man nicht schon manchmal früher eine OP macht. Aber das schauen wir uns genau mal an. Also unser klassisches Modell ist, dass wir meistens mit einem Augentropfen beginnen. Und am besten oder gut ist, wenn der gut vertragen wird und man fängt also mit einem Tropfen an, dann gibt es auch Kombinationsmöglichkeiten und ja, maximal sind meistens 4 Wirkstoffe auch zumutbar, viel mehr schafft man ja auch gar nicht. Und es gibt aber auch Augentropfen, die unabhängig vom Augeninnendruck wirken. Das sind die Coenzym Q-Augentropfen, Vitamin Q10. Und die sollen auch nochmal zusätzlich sehnervenschützend wirken. Aber in der Regel bekommen wir zum Tropfen Augentropfen, die den Augendruck senken sollen. Und bei der Frage, tropfen wir jetzt oder nicht, to drop or not to drop, ist die wichtige Fragestellung, sind diese Tropfen für Sie, die wir ausgesucht haben, sind die effektiv? Stellen wir mit diesen Tropfen Ihren Wunschdruck gut ein? Vertragen Sie diese Tropfen? Und das ist oft eine schwierige Frage. Und können Sie gut mitmachen? Können Sie das gut in Ihren Alltag integrieren? Also was sind die Optimierungsziele bei den Augentropfen auch von uns Augenärzten, von uns aus? Was können wir auch für Sie tun, damit Sie die besser vertragen? Wenn Sie die Augentropfen nicht gut vertragen, die normalen mit Konservierungsmittel, ist es natürlich das Beste, wenn wir sie konservierungsmittelfrei stellen, damit sie keine Unverträglichkeitsreaktion oder Allergien auf das Konservierungsmittel haben. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und natürlich möchte man immer schauen, dass man die Tropffrequenz möglichst niedrig hält, dass sie nicht zu viele Tropfen nehmen müssen. Und deshalb manchmal helfen da diese Kombinationspräparate. Und was ganz entscheidend ist, ist, dass wir auch ihr trockenes Auge mittherapieren, weil das ist, viele Glaukompatienten haben trockene Augen und die Tropfen sind da immer ganz entscheidend. Was führt denn dazu, dass die Patienten jetzt, dass sie ihre Tropfen nicht nehmen? Einmal ist es, wenn das Therapieschema zu schwierig ist, zu komplex, wenn sie zu viel tropfen müssen und wenn das gar nicht in den Lebensalltag zu integrieren ist. Oder wenn die Handhabung schwierig ist von ihren Gelenken aus, dass sie die Flaschen gar nicht gut bedienen können, dass die Tropfen nicht im Auge ankommen. Oder, und das ist sehr häufig, dass die Augentropfen nicht vertragen werden, dass es Unverträglichkeitsreaktionen gibt. Außerdem muss man tatsächlich, und das war ja eine Frage im Vorfeld auch, ist es gut, wenn die meisten Patienten von Ihnen, die haben diese Schulung schon hinter sich, wie man genau tropft, damit auch wirklich der Tropfen ankommt. Und da ist auch ganz wie entscheidend, dass man zwischen verschiedenen Augentropfen auch mindestens eine 5-minütige Pause macht, weil sonst kommt gar nichts an. Sonst wird das praktisch ausgewaschen. Und tatsächlich, wenn man nach 30 Sekunden hintereinander Tropfen sich gibt, dann ist tatsächlich schon 45% ausgewaschen. Das heißt, es kommt dann gar nicht an. Und das ist so wichtig, dass man praktisch zwischen diesen Augentropfen eine Pause macht und tatsächlich danach vielleicht kurz tatsächlich am Tränenpünktchen das abdrückt, damit nicht alles gleich rausläuft.
damit das auch ankommt. Und wir haben nämlich von der Patientenmitarbeit, hatten wir mal früher 145 Fragebögen verteilt, um zu sehen, warum vergessen die Patienten vielleicht mal ihre Tropfen. Und das meiste ist, dass sie es entweder vergessen oder im Job, das nicht in den Plan passt oder wegen Stress oder wegen Nebenwirkungen und besonders mittags. Und was ganz wichtig ist, ganz viele Menschen haben trockene Augen, 5 bis 34%. Aber bei Glaukompatienten ist die Prävalenz viel höher. Also 50 bis 60% aller Glaukompatienten, ich meine sogar vielleicht noch mehr, haben trockene Augen. Und das nimmt mit der Dauer der Erkrankung zu. Das heißt, das wird tatsächlich mehr mit den trockenen Augen. Und tatsächlich bei PEX-Glaukom ist es am meisten sogar. Und was müssen wir oder können wir dann auch mit tun oder helfen, weil die Beschwerden nehmen dann natürlich zu. Durch die trockenen Augen wird das noch schlechter vertragen, diese Augentropfen gegen Glaukom. Und deshalb müssen wir ganz intensiv auch das trockene Auge therapieren mit hyaluronsäurehaltigen Tropfen oder auch mit den Tropfen, die auch die Lipidschicht betreffen, damit alle Tränenfilmschichten, damit allen geholfen wird. Und dann kann man das besser vertragen. Aber auch hier ist es wieder wichtig, dass man diese Tropfen gegen das trockene Auge nicht zusammen mit den anderen Glaukom-Tropfen vom Zeitrahmen als weniger als in 5 Minuten nimmt, weil sonst nichts ankommt. Die Schwierigkeit auch bei den Tropfen ist, zum Glück steigt die Anzahl der Patienten über 60, die Lebenserwartung steigt und damit steigt auch die Zahl an Menschen mit Linsentrübung und mit grünem Star im Alter. Aber die Patienten haben ja oft verschiedene Erkrankungen und das müssen Sie hier nicht lesen, das Leid. Das soll nur zeigen, dass die 4 Hauptgruppen an Tropfen, alle Tropfen haben ihre Nebenwirkungen und die müssen wir alle beachten. Und dass, wenn wir ältere Patienten haben, die dann viele Grunderkrankungen am Herzen, am Blutdruck und mit Zucker haben, dass wir dann schauen, dass für sie auch der richtige Tropfen gefunden wird. Dass bei Beta-Blocker, dass wir wirklich schauen, haben die Patienten kein Asthma, keine Bronchitis, keinen niedrigen Puls und so weiter. Oder die Beta-Blocker können auch müde machen. Und jeder Tropfen hat so seine Seiten, die Alpha-Adrenergen wie Alpha-Gan, Brimonidin können Schwindel machen oder rote Augen und Prostaglandine wissen wir mit den Wimpern und der Färbung der Iris. Also jeder hat sein Nebenwirkungsspektrum und man muss schauen, was ist das Beste für jeden Patienten, weil viele Patienten haben auch viele Erkrankungen mit Bluthochdruck und Zucker und mit den Gefäßen und das spielt alles zusammen. Das heißt, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt lange genug Tropfen genommen, jetzt schaffen wir das nicht mehr? Oder wann ist eine OP indiziert? Einmal, wenn trotz maximal verträglicher Tropfentherapie der Zieldruck nicht erfolgreich eingestellt werden kann, also der Wunschdruck nicht eingestellt werden kann und der Druck immer zu hoch ist, oder wenn sich im Gesichtsfeld oder im Sehnerven-OCT Veränderung zeigen, wenn also sich da das leider verschlechtert und wir den Wunschdruck tiefer senken müssen. Wann ist auch eine OP indiziert? Wenn Sie die Tropfen nicht vertragen oder wenn Sie Nebenwirkungen davon haben oder wenn es schwierig ist, sie regelmäßig einzunehmen und Sie Nebenwirkungen haben und so weiter. Das heißt, wann ist die Frage mit dieser früher OP? Das ist in diesen vielen Fällen ist das gekommen und man hat gesehen, dass wenn man ganz lange Augentropfen schon vorher getropft hat, dass dann manchmal der OP-Erfolg reduziert sein kann, was Filterkissen-OPs betrifft, weil wenn man ganz lange tropft mit den Konservierungsmitteln oder mit den Wirkstoffen, dann kann natürlich die Bindehaut auch ein bisschen verändert sein. Und wenn man dann OPs macht mit der Bindehaut, wie Filterkissen-OPs, dann kann es sein, dass eine langjährige vorherige Augentropfentherapie das den Erfolg ein bisschen reduzieren kann. Und wenn man chirurgisch behandelt, erfolgreich behandelt, kann es sein, dass die Augendruckschwankungen nicht ganz so doll sind wie bei einigen Tropfen. Und das sind so ein paar Gründe, warum manche sagen, man muss sich auch manchmal überlegen, ob man vielleicht nicht immer so lange abwartet. Aber hier ist, das müssen Sie sich auch nicht genau angucken, das soll nur zeigen, es gibt ganz viele glaukomchirurgische Möglichkeiten für eine Therapie. Und es ist aber so, es gibt eine Vielzahl von Verfahren, aber
es gibt leider nicht die perfekte Glaukom-OP für alle Patienten und man muss genau gucken in diesem Blumenstrauß, was ist für Sie individuell die richtige OP. Und da muss man auch eine Reihenfolge sich überlegen. Das heißt, ich schaue mir dann an für jeden Patienten, welche OP ist für diesen Patienten am geeignetesten. Und man fragt, muss auch einen Plan machen, damit man von der Reihenfolge sich nicht blockiert. Also das heißt, dass man zum Beispiel verödende Sachen wie Zyklophotokoagulation lieber zum Schluss vielleicht macht, sei denn es sind andere Gründe, und dass man immer sich das überlegt. Zum Beispiel SLT, das wäre so der erste Schritt mehr in Richtung Operative. Das ist ja ein mildes Verfahren, das finde ich ganz gut am Anfang, wenn man noch nicht so viel getropft hat oder genau oder sogar statt einem ersten Tropfen, also bei beginnendem Glaukom, da muss man nur wissen, leider ist die Wirkdauer oft nicht sehr lange. Hier ist das mal kurz angegeben. Und leider kann man manchmal auch nur einen Tropfen vielleicht sparen. Aber es ist ein mildes Verfahren, mit dem man anfangen kann. Was auch eine der ersten Operationen in der Glaukomtherapie ist, ist die Linsenoperation. Also eigentlich die OP gegen die Katarakt, den grauen Star. Aber das ist auch in vielen Fällen, wenn man grauen Star und grünen Star hat, also beides hat, ist die Linsenoperation oft der erste beste Schritt. Warum? Weil wir dann Platz schaffen und das ist eine gute Vorbereitung, falls man Mikrostents braucht oder falls man eine Filterkissenoperation braucht, dann ist es gut, wenn die Linse schon zuerst operiert ist. Außerdem hat der Patient auch ein bisschen an Sehqualitätsgewinn schon vorab. Und auch die Linsenoperation kann eine Augeninnendruckreduktion von 15-30% ausmachen. Das hält nicht immer ewig. Manchmal hält es nur ein paar Wochen oder ein paar Monate, manchmal auch ein Jahr oder zwei. Aber ein bisschen kann das auch schon reduzieren und das ist oft der erste Schritt. Und wann wäre jetzt zum Beispiel die Indikation für eine Trabekulektomie? Ich muss mir ja immer überlegen, wenn ich eine OP mache, für wen ist das das Beste? Und diese Goldstandard-Operation ist immer noch das Beste, wenn wir einen ganz tiefen Zieldruck wünschen, wenn wir ganz fortgeschrittenen Gesichtsfeldschaden haben, wenn sich im Gesichtsfeld viel verschlechtert und wenn der Augendruck sehr hoch ist, über 26 oder über 30 und wenn die Augentropfen alle nicht mehr helfen. Dann ist diese Filterkissen-OP immer noch eine der erfolgreichsten Operationen, wenn man danach keine Medikamente mehr einnehmen möchte. Aber sie ist natürlich sehr aufwendig und sie hat auch ihre Risiken und man muss auch oft lange postoperativ daran arbeiten, dass das Filterkissen nicht vernarbt und dass es gut bleibt. Aber wenn das Filterkissen gut ist, dann hat man die Chance, dass man keine Augentropfen mehr nehmen muss. Und wann sind diese minimalinvasiven Mikrostents eine Idee? Hier haben wir mal eine ganze Familie von verschiedenen, von iStent von Glaukos und wir haben Xen, den Mikrostent Xen von Allergan und wir haben Hydrus. Also es gibt ganz viele Mikrostents und die sind dann gut bei so beginnenden bis mäßigen Grünstar und wenn der Zieldruck nicht so tief gesenkt werden muss. Man kann sie manchmal mit Linsen-OP oder ohne einsetzen und wenn der Ausgangsdruck nicht zu hoch ist. Sonst schaffen die Mikrostents das nicht. Was ist der Vorteil an den Mikrostents jetzt gegenüber der großen OP? Es ist natürlich ein bisschen weniger belastend für die Patienten. Wir haben etwas weniger Risiken. Die Sehschärfe ist nach der OP relativ schnell wieder stabil. Wir können eine lokale Betäubung machen. Wir brauchen keine Vollnarkose. Die Nachbetreuung ist nicht so aufwendig und es ist auch manchmal, diese Mikrostents sind manchmal gut für Hochrisikopatienten, also für ältere Patienten oder für Patienten, die schon ganz viele OPs hatten, wo wir nur was Minimalinvasives machen wollen oder Patienten, die Blutverdünnung einnehmen müssen, weil das minimalinvasiv ist. Bei der größeren OP müssen wir das ja oft absetzen. Und Nachteil, Kontramix. Oft wird der Zieldruck, der Wunschdruck nicht so tief eingestellt wie bei der großen OP. Manchmal und oft braucht man wieder neue Tropfen und leider können die leider auch zugehen, auch wie beim Herzen, aber auch beim Auge können sie zugehen. Das heißt, sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Hier nur ein, zwei Bilder. Das ist dieser Mikrostent Xen von Allergan, der sehr oft eingesetzt wird. Und das ist ein neuerer Mikrostent, der jetzt auch auf dem Markt ist und CE-zertifiziert ist und mit Honigwabenstruktur gegen Vernarbung hemmt.
und die Vernarbung hemmt und suprachoroidalen Abfluss hat. So, und zum Schluss möchte ich einfach nochmal sagen, dass wir, wie gesagt, für jeden Patienten ganz individuell ein Gesamtkonzept haben müssen. Wir müssen gucken, was ist für jeden die beste Möglichkeit, welche Augentropfen werden vertragen und ab wann müssen wir operieren. Aber für mich ist wichtig, dass wir nicht nur auf den Augendruck achten, sondern auch auf die Durchblutung und auf den Sehnervenschutz. Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss, das sind die letzten ein, zwei Slides, was kann ich noch unabhängig von den Augentropfen und unabhängig von OPs machen? Das haben Sie bestimmt schon auch in einigen Vorträgen gehört, aber ich rate das auch oder bespreche das auch immer mit meinen Patienten, weil ich finde das wichtig, dass man auch noch zusätzlich alles macht, was man machen kann. Und da ist Magnesium zum Beispiel ja sehr gut, nicht nur gegen Muskelkrämpfe, sondern für die Durchblutung des Sehnervens und auch zur Stabilisierung des Gesichtsfeldes. Und da gibt es ganz neue Studien, oder viele Studien gibt es jetzt zum Vitamin Q10, Coenzym Q10. Das gibt es als Tabletten oder als Augentropfen. Und da soll, das soll sehr gut sein gegen den oxidativen Stress, auch in den Sehnervenzellen. Und Professor Erb hat dann auch noch andere sehnervenschützende Sachen wie Citizolin und Curcumin als Empfehlung. Da habe ich jetzt selber noch nicht so viel Erfahrung mit, aber es gibt noch Sachen, die man nebenbei ohne die Augentropfen und ohne die OPs noch zusätzlich eigenständig machen kann. Und das finde ich toll und wichtig. Und das ist das fast letzte Slide, nämlich, und da schicke ich Sie in den Sommerabend dann hinaus, bei Bewegung und Sport, das ist auch so positiv, auf einmal natürlich für den Kreislauf und für die Durchblutung des Sehnerven, sogar auf den Cholesterinspiegel wirkt das gut, aber wenn Sie mehr als 20 Minuten laufen, Fahrrad fahren oder schwimmen, können Sie gleich machen, dann wird der Augendruck auch um ein paar Punkte gesenkt. Natürlich hält das nicht lang, ewig, aber es ist eine gute Sache, die Sie nebenbei noch machen können. Das heißt, ich wünsche Ihnen, ob mit Augentropfen oder mit OPs, ich wünsche Ihnen eine gute, individuelle, stabile Einstellung Ihres Glaukoms, dass es stabil bleibt und dass Sie vielleicht noch additiv ein paar Sachen nützen können mit Bewegung, Sport und Entspannung und additiven Sachen. Und ich hoffe, dass Ihr Glaukom dann wirklich gut eingestellt ist. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Vielen Dank.